Ja, vorab, bevor es losgeht, ich will mal noch meine 30.000 Abonnenten-Challenge. Lasst mir gerne ein Abo da und wenn ihr mich noch mehr unterstützen wollt, freue ich mich auch sehr über eine Kanalmitgliedschaft. Das eine, also Abos natürlich, für die, die es nicht wissen, vielleicht umsonst, logischerweise, Kanalmitgliedschaft könnt ihr euch gerne anschauen. So, jetzt geht's. So, hallo ihr Lieben, es ist Christian Schemmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach und so weiter und so weiter. Heute haben wir das Thema, mein Freund möchte Kinder und beziehungsweise mehr Kontakt zu meinem Kind und ja, vielleicht geht es auch ein bisschen um Bindungsvermeidung, Fragezeichen, aber naja. Gut, eine Frage von Natrefkula. Und wenn du auch solche Fragen stellen willst, kannst du über ein Formular auf liebeschipp.de machen. Genau so, dann schauen wir mal. Hallo Christian, danke für deine wertvolle Arbeit. So vieles hat sich in meinem Leben zum Besseren verändert, seit ich deine Kurse gemacht und deine Videos angeschaut habe. Vielleicht kannst du mir einen Rat geben. Ich bin in den 30ern geschieden mit einem 9-jährigen Sohn, den ich halb und halb mit seinem Vater teile. Mein Ex-Mann und ich haben ein gutes Verhältnis. Ich bin finanziell unabhängig, sehe gut aus und stehe mit beiden Beinen voll im Leben. Seit der Trennung sind ein paar Jahre vergangen, in denen ich mich mit einem anderen Mann zusammen war, der ein ziemliches A... Wisst schon, was gemeint ist? War, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Da habe ich deine Arbeit kennengelernt. Nach der Trennung und einer kurzen Datingpause habe ich angefangen, mich mit einem Mann zu treffen, den ich aus meinem alten Job kannte. Ja, schon mal gut. Offline, ne? es lief langsam an. Irgendwann nach 3 Monaten haben wir uns geküsst. 1 Monat später Sex gehabt. Ja, es gibt natürlich jetzt keinen falsch oder richtig, aber man kann, glaube ich, fair enough zu sagen, dass ihr da sehr langsam in die Beziehung gerutscht seid, was nichts Schlechtes sein muss. Also ganz im Gegenteil. Manchmal ist dann so, stimmt die Basis dann auch mehr. Manchmal ist es aber auch zu langsam, ne? Weil vielleicht die absolute Begeisterung, weiß ich jetzt nicht, nicht da war. Kannst nur du wissen. Aber lesen wir mal weiter. Er war derjenige, der eher langsam gemacht hat. Es kam mir komisch vor, aber er sagte mal in Bezug auf einen gemeinsamen Bekannten, er sollte bei seiner neuen Flamme mal 3 bis 4 Monate langsam machen, um zu erkennen, ob sie es ernst meint. Gut, könnte man jetzt auch draus schließen, dass auch Männer damit ein Problem haben. Habe ich jetzt auch schon öfter gehört, dass Frauen das auch nicht ernst meinen. Aber ich würde mal denken, also auf eine schräge Art, so schräg ist es eigentlich gar nicht, seid ihr vielleicht echt ein gutes Match, weil du sagst, du findest es komisch, aber du machst auch mit, was natürlich auch heißen kann, ja, dass du auch gar nicht so ein, letztlich doch auch gar nicht so ein Tempo haben willst und dir das auch ganz gelegen kommt, dass er nicht all over your ass ist, sozusagen. ja, und dann passt es ja irgendwo auch. Ich würde aber trotzdem mal denken, dass es viele Frauen, könnt ihr ja gerne mal kommentieren, die Mädels ja, viele Frauen abfacken würde, wenn man so langsam ist. Aber dich nicht, dann ist auch gut. Ne? Ich denke mal, er hat bei mir so etwas Ähnliches gemacht, um sich zu schützen. Ist vielleicht nicht die dümmste Idee. Das ist alles jetzt über ein Jahr her. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich keine Kinder mehr haben möchte. Das steht sogar auf meiner geheimen Dealbreaker-Liste auf Platz 2. Wow. Nach keine Psychospielchen, keine Gewalt. Danke, A.Ex-Freund. Ja. Mein Freund hat keine Kinder und möchte eine Familie. Ja, da habt ihr ein kleines Problemchen, ne? Wir reden nicht regelmäßig über dieses Thema. Wir reden grundsätzlich sehr wenig über unsere Beziehung und wenn, dann nur, wenn es etwas zu besprechen gibt. Ja, da frage ich mich natürlich immer, frage ich mich wirklich, wenn ihm das so wichtig ist, warum fokussiert er nicht am Anfang der Beziehung mehr darauf, ob ihr gemeinsame Lebensziele habt, als statt darauf möglichst spät Sex mit dir zu haben. Das verstehe ich nicht, muss ich echt sagen. Weil wenn das so wichtig ist, wieso, was spricht dagegen, das auf den ersten 3, 4 Dates mal eben abzufragen? Kann ich überhaupt nicht, also verstehe ich immer nicht. Aber das hat jetzt mit dir nichts zu tun. Klar, jetzt wird es auch fragen können auf den ersten Dates. Willst, also okay, könnte man jetzt auch sagen, also wenn das bei dir auf Platz 2 steht,
müsste man auch dich fragen, warum hast du das nicht sofort abgeklärt, ne? Kann man natürlich sagen, was jetzt mir vorstellen könnte, dass du gar nicht sowas super, super, hyper committedes haben möchtest. Dann wird es natürlich Sinn machen, aber ansonsten, ja, wäre das jetzt auch eine Frage. Also Dealbreaker, vor allem wenn das solche technischen Dealbreaker sind, was so Zukunft angeht, warum sollte man die nicht gleich besprechen, ne? Kurz vor Weihnachten gab es beispielsweise so eine Unterhaltung. Da ging es darum, dass er nach einem Jahr Beziehung meinen Sohn nicht kennengelernt hat. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt ein Mann wäre und ich wäre an dir sehr interessiert, ich glaube, ich hätte die Beziehung schon abgebrochen zu dem Punkt, weil ich denke, okay, wenn du mich in dein Leben nicht reinlassen willst, was absolut legitime Entscheidung ist, und ich will aber eine richtige Beziehung haben, würde ich denken, ne, wird mir von außen, kannst ja mal für dich prüfen, bindungsvermeidend vorkommen. Also nicht, dass man sich nicht Zeit lassen sollte, dass man die Kinder kennenlernt, aber im Grunde genommen hältst du ihn ja raus, ein Stück weit aus deinem Leben. Wie gesagt, ich will das überhaupt nicht kritisieren, also es ist ein gutes Recht, ne? Gibt es ja auch Gründe für. Nur würde mich als Mann, der jetzt wirklich eine echte Beziehung haben will mit dir, würde ich echt denken, boah, ey, ein Jahr, boah, das hätte ich keinen Bock drauf, so, weil das schließt ja auch mit ein, dass ihr euch oft nicht sehen könnt, vermute ich mal, ne? So, dann. Er sagt, es sei für ihn schwierig, weil er zu meinem Kleinen an der Beziehung aufbauen würde und es wäre ja unklar, wie es weitergeht, weil diese ungeklärten Probleme zwischen uns stehen. Das klingt ja jetzt fast so, als wenn er ihn nicht kennenlernen wollte. Das wäre natürlich wieder was anderes. Das verstehe ich jetzt nicht so richtig, weil der hat ja keine Beziehung zu deinem Sohn. Macht dieser Satz für mich jetzt keinen Sinn, muss ich sagen. Keine Ahnung, ob ich da irgendwas falsch verstanden habe. Weil die Beziehung gibt es ja nicht, ne? Oder habe ich da irgendwas falsch verstanden? Vielleicht könnt ihr mir helfen, die das hört. Ich macht für mich leider keinen Sinn, der Satz. Es würde meinen Sohn verwirren und verletzen, wenn wir uns trennen würden. Ja, also wenn er eine Beziehung hätte zu ihm, wäre das natürlich ein legitimer Punkt. Nur nach anderthalb Jahren seid ihr, wäret ihr dann, Konditional 5 hier, wäret ihr dann über diesen Punkt sowieso schon hinweg? Weil dann wird es ja schon anderthalb Jahre Beziehung zu dem Kind geben, aber die gibt es ja schon mal gar nicht. Also sinnlose Diskussion eigentlich, wenn das jetzt alles so ist. So, ich habe ihn gefragt, ob ich ihn in seinem Leben aufhalte und es nicht besser wäre, wenn er sich langsam mit über 40 Jahren nach einer potenziellen Mutter seiner Kinder umschauen möchte. Ja, das hätte ich, glaube ich, auch gesagt oder auch gedacht. Genau, verstehe ich. Er sagt, er will mich, doch er kann sich auch kein Leben ohne eigene Kinder vorstellen. Ja, also ich verstehe deinen Punkt und ich kann den auch nicht zu 100% auflösen, weil natürlich ist er dafür zuständig, ob er mit dir zusammen sein will, aber du magst ihn ja auch und denkst für ihn so ein bisschen mit und denkst dir, ist das jetzt dann gut, mit ihm zusammen zu sein? Und das ist eine schwierige Position, finde ich. Also du bist ja hier auch so ein bisschen im Minuspol. Sind so Fragen, die man sich dann stellt, und da gibt's, also kann ich dir jetzt auch keine finale Antwort drauf geben, so, ne? Also ich denke, es hat so zwei Seiten, dieses Thema, ne? Es klingt vielleicht etwas nüchtern, in Wirklichkeit war es eine sehr emotionale und liebevolle Unterhaltung. Mhm. Nun bin ich in einem Dilemma, es ist jetzt meine Pflicht, mich zu trennen, um ihn freizugeben. Ja, also die Pflicht finde ich auf gar keinen Fall, ne? Ich meine, das ist halt, also du bist so ein bisschen mehr im Minus und da ist halt häufig das Problem, dass du deine Bedürfnisse erfüllt bekommst in der Beziehung, er aber nicht, ne? Wenn ich das so richtig verstehe. Und ich finde nicht, dass man so sagen kann, ey, bist dein Pech, dafür kriegst du deine Bedürfnisse eben nicht erfüllt in der Beziehung, sondern du machst dir Gedanken darüber, weil du denkst, er soll auch seine Bedürfnisse erfüllt kriegen, ne? Und das kann man leider jetzt nicht mit zwei coolen Sätzen auflösen, dieses Problem. Ist echt ein Dilemma. Kann man, glaube ich, nur im Gespräch, gemeinsamen Gespräch lösen, so, ne? Solltet ihr vielleicht öfter darüber reden, ne?
Ist da nicht ein erwachsener Mann, der selbst entscheiden kann, ob er unter diesen Bedingungen mit mir zusammen sein möchte? Ja, schon. Aber das ist genau wie dieser Spruch, ich bin nicht für deine Trigger verantwortlich. Ist ja auch in meinem neuen Bindungsangstkurs, thematisiere ich das auch mal. Ja, auf eine Art ist das so, aber irgendwie doch, in der Partnerschaft kann man die Sachen nicht komplett trennen. Und wenn mich irgendwas antriggert, wenn zum Beispiel mein Partner irgendwie nie aufräumt, mich triggert das an, da kann man nicht einfach sagen, das ist dein Problem, mir doch scheißegal, ist dein Trigger, lass mich in Ruhe mit deinem Scheiß, kümmere dich selber drum, räum du doch auf. Das ist keine Beziehung aus meiner Sicht, ne? Sondern man muss akzeptieren, dass man auch für das Ganze verantwortlich ist, ne? Und dass eine Beziehung dann auch zerbricht, wenn man einfach nur sagt, mir doch alles scheißegal, jeder kümmert sich hier um seine Bedürfnisse und wenn du deine nicht erfüllt kriegst, who cares, ne? Ja, das reißt eine Beziehung natürlich nach unten. Das heißt, es muss nicht unbedingt immer heißen, Trennung, wissen wir ja, wenn man so dann so abhängig ist von einer Beziehung, dann geht man vielleicht trotzdem nicht raus, aber das macht die Beziehung ja nicht besser, ne? Das kann man echt nicht sagen, sondern man muss eigentlich, ich finde schon, dass man auch ein bisschen für einen Partner mitdenkt und überlegt, was ist für den denn richtig, ne? Also Gott, für mich, aber wenn ihr es anders seht, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ja. Jeder, der ihn kennt, sagt mir, dass er gut auf sich selbst aufpassen kann. Okay. Er hat eine sehr starke, bestimmende Persönlichkeit. Er ist recht egozentrisch, viel mit sich beschäftigt. Wirkt jetzt bis hierhin, aber nicht, was ich so üblicherweise lese über Egozentrik, muss ich auch sagen. Ne? Vielleicht ist er einfach gut in seiner Polarität. Ne? Ist mit seinem alltäglichen Leben, Arbeiten, Einkaufen, Sport, Treffen mit mir zweimal die Woche voll und ganz ausgelastet. Ja, ich finde alles okay. Also das finde ich auch eine schöne Mail, die mal zeigt, man kann auch, wenn es für einen richtig ist, dünnere Beziehungen führen, ne? Und das wäre für viele vielleicht blöd, zweimal eine Woche treffen. Für euch ist es vielleicht genau das Richtige, ne? Und genau so soll es sein, ne? Für mich ist es völlig ein, ach nee, wo da noch ein Kind reinpassen soll, weiß ich echt nicht. Ja, gut, ich meine, wenn man das immer planen würde, dann wäre die Menschheit wahrscheinlich schon längst ausgestorben, weil das passt, ein Kind passt ja eigentlich nie, ne? Sagt mal, finde ich, also den Spruch finde ich auch immer sehr wahr. Für mich ist es völlig in Ordnung, weil auch mein Leben gefüllt ist und ich mit zwei Treffen die Woche absolut zufrieden bin. Mehr könnte ich selbst gegenwärtig nicht geben. Ich brauche es auch nicht. Ich brauche keinen Beschützer, keinen Vater für meinen Sohn, keinen Gönner. Eigentlich brauche ich eine Affäre, bei der keiner zu Schaden kommt. Ja, da gab es ja auch kleine Seiten. Soll ich mal sagen, kleine Nebenstrecke, haben sich ein paar Leute so aufgeregt, in einem der letzten Videos, dass ich da auch so einer eher bindungsvermeidenden Frau gesagt habe, ja, du kannst ja auch darüber nachdenken, ob du nicht eine Affäre haben willst oder eine offene Beziehung. Und ein paar, wieder völlig die Fassung verloren, weil ich doch sonst was anderes empfehle. Ja, das ist halt, man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Ich kann natürlich jemanden, der so liebessüchtig ist, würde ich nie empfehlen, dann soll sich jetzt auf eine Affäre einlassen, wenn er das eigentlich gar nicht will. Und das bedeutet, dass es ihn noch weiter runterzieht. Aber wenn ich jetzt andauerndes Thema habe mit, ich will eigentlich gar nicht so viel näher, kann man natürlich auch überlegen, warum. Aber muss man nicht zwingend, ne? Und ich will eigentlich aufgrund meiner Lebenssituation ja einfach bestimmte Bedürfnisse befriedigen. Und dann ist für mich auch gut. Ist das völlig in Ordnung, ne? Das ist, und ich finde das einen absolut legitimen Gedanken, also ob für dich nicht, und da ist dieses Wording auch wichtig, ne, dass du sagst, ich möchte vielleicht gerne eine Affäre haben, die schon ein Commitment hat, so ein körperliches, und damit wird ja auch einhergehen, ich möchte jetzt nicht mit so Beziehungspflichten, für andere keine Pflichten werden, belämmert werden, nämlich, dass du meine Kinder kennenlernen willst oder womöglich noch welche haben willst, ne? Gott bewahre, ne? Oh, Hilfe! das ist schon ein richtiger Gedanke, so, und das musst du für dich klären und solltest du möglichst offen aussprechen, ne? Und dann kann er damit auch handeln, so, ne? Klingt vielleicht ein bisschen traurig, aber ich war fast durchgehend in Beziehungen, seit ich 19 bin. Ah, ich kann das absolut verstehen. Also ich glaube, es gibt nicht immer so die gleiche Lebensphase. Es gibt eine Lebensphase, wo
man vielleicht feststellt, boah, jetzt kann ich auch echt mal gut ohne, und vielleicht manche, die vielleicht 10 Jahre Single sind, genau andersrum und sagen, boah, jetzt reicht's auch mal, jetzt würde ich gerne mal wieder in eine Beziehung, und so auch gut in meinem Leben so verschiedene Sachen ausprobiert, ne? Jetzt könnte man das natürlich wieder problematisieren, hast du ein Bindungsangstthema, aber von deiner Beziehungshistorie, ja, scheint das ja nicht zu sein. Also du vermeidest einfach enge Bindung. Es muss aber nicht immer ein Psychothema sein, ne? So. Jetzt finde ich es schön, mit einem Mann, den ich hot finde, regelmäßig gut, sehr guten SEX zu haben, Ausflüge zu machen, gemeinsam zu essen, Serien zu schauen, um mich dann in Ruhe nach Hause zu fahren und mich um meine Sachen zu kümmern. Wird man, die Klischeewelt wird so eine Aussage jetzt eher vom Mann erwarten, finde ich sehr lustig, und auch ein Stück Realität, das ist jetzt mal von der Frau zu und der Mann struggelt damit. Ja, aber die Frage ist natürlich schon, ist er damit auch zufrieden, und natürlich macht sich ein bisschen mit Gedanken darüber, ob seine Bedürfnisse befriedigt werden. Finde ich eigentlich richtig. Ja. Genau, ich fürchte, dass er sich insgeheim wünscht, dass ich meine Meinung ändere und mir ein Kind mit ihm wünsche. Und dass ich insgeheim hoffe, dass er merkt, wie toll es ist, einen bereits älteren Stiefsohn zu haben, der selbst auf Klo gehen kann, im Kinderwagen nicht rumschreit und keine Pseudogruppenanfälle mitten in der Nacht bekommt. Ja, vermute mal, dass du das erlebt hast. Dass er die Vorzüge des Familienlebens genießen kann, ohne seinen Lebensstil zu ändern, wenn er sich voll auf mich einlässt. Ja, da finde ich dich unklar, weil jetzt kommst du wieder, er hat ja gar keine Beziehung zu dem Sohn. Und das passt, diese Aussage, dass du sagst, das wäre doch schön, wenn er eine Beziehung zu dem Sohn hätte, passt nicht dazu, sich 2-mal die Woche zu treffen. Also da müsstest du dich, glaube ich, nochmal ein bisschen klären. So, ne? Das finde ich unklar, ne? Muss ich jetzt gehen, aber dass ich wirklich frei entscheiden kann? Nee, du musst gar nichts. Ich finde das auch falsch, würde das auch falsch finden, da jetzt einfach zu gehen. Das ist auch in meinem Paarkurs drin. Wenn ihr den interessiert, dann müsst ihr bei die Paartherapie-Unterseite reingehen. Da thematisiere ich das auch, wenn man so, weiß man nicht, ob ihr schon an dem Punkt seid, wenn man so wirklich Lebensentscheidungen hat, wo man unterschiedliche Meinungen drüber ist. Da gibt es so Techniken, wie man damit arbeiten kann. Aber das heißt nicht gleich trennen, sondern ja, das in Kontakt bringen und über diese Reibung und dieses Aussprechen, was man denkt, und auch nicht zu schnell Kompromisse finden, kann eine Beziehung sehr wachsen und sehr nah werden. So, ne? Also das würde ich jetzt nicht gleich aufgeben. Ja, vielleicht waren so ein paar Gedankenanschlüsse dabei, und wir sehen uns bald.